Ja, in Scrum haben wir gesprochen von Product Backlog und Sprint Backlog. Darin befinden sich User Stories und Tasks und Aufgaben und solche Sachen. Und die Entwickler sollen das umsetzen. Aber was ist eine User Story? Und wie organisiert man das jetzt so Tag für Tag oder Woche für Woche oder Sprint für Sprint? Ja, wenn es interessiert, dranbleiben. Eine User Story schreibt man klassischerweise in textueller Form, die ungefähr so aussieht, als Benutzer oder Administrator oder wer auch immer, möchte ich dann die Zielformulierung und dann den Wunsch, ja, das Feature sozusagen, um was zu erreichen. Also als Administrator möchte ich Benutzer verwalten, hinzufügen und löschen können und denen entsprechende Berechtigungsgruppen zuweisen können, um zwischen einzelnen Usern oder um nur bestimmten Usern auf bestimmte Daten Zugriff geben zu können. Das wäre sozusagen der Nutzen und dann noch vielleicht ein paar Akzeptanzkriterien, wo es darum geht, was muss denn konkret erfüllt sein, wie zum Beispiel, okay, ein Benutzer muss in mehreren Rollen vorhanden sein können, ich brauche ein explizites Deny, damit er ein bestimmtes Recht eben genau nicht hat, dass ich ihm das wieder entziehe, solche Sachen. Vielleicht auch Akzeptanzkriterien im Bereich von Geschwindigkeiten, von User-Feedback etc. Das ist im Allgemeinen so eine grobe Zielformulierung. Also wichtig als, wer möchte ich das haben, als Administrator, als User, als Webseitenbesucher, als jemand, der die Bestellung im Online-Shop entgegennimmt, je nachdem, worum es geht. Was will ich erreichen? Was ist das Ziel? Und der Nutzen ist jetzt ganz wichtig, denn möglicherweise oder relativ häufig erklären die Benutzer ein bestimmtes Ziel, aber sie wollen, das ist sozusagen gleich der vorgefertigte Weg, wie will ich das Ziel erreichen? Und Entwickler kommen dann vielleicht auf die Idee, pass auf, der User will eigentlich, durch den Nutzen lesen sie heraus, dass er vielleicht eigentlich ein bisschen was anderes möchte, das sich vielleicht automatisieren lässt oder vielleicht noch besser umsetzen lässt. Also der Nutzen ist dafür da, um den User dann noch entsprechend, ja, das besser zu verstehen auch. Gut, eine User Story beinhaltet im Allgemeinen auch noch eine Zeitschätzung, damit man dann auch sagen kann, okay, geht sich das im Sprint aus oder geht sich das nicht aus? In Scrum werden da normalerweise Storypoints vergeben statt Stundenschätzungen. In diesem Fall macht man sich's relativ einfach. Man sucht sich eigentlich den kompliziertesten Task raus, die komplizierteste User Story. Und dann zerpflückt man die mal ordentlich und schätzt diese eine User Story. Und dann geht man her und vergleicht alle anderen Stories im Verhältnis, wie aufwendig sind diese im Verhältnis zu der komplexesten Aufgabe. Damit man nicht immer um Stunden diskutiert, sondern irgendwie um Verhältnisse, wie schwierig ist der eine Task, die eine Aufgabe im Verhältnis zum anderen oder wie aufwendig. Jetzt im Sprint Planning Meeting unser Sprint Backlog gefüllt haben, dann schaut das normalerweise so aus. Wir haben die ausgewählten User Stories hier und wir fangen dann an, die User Stories in entsprechende To-Dos umzuwandeln, also in einzelne Tasks. Häufig ist eine User Story zu ungenau. Also man sagt, ich will, keine Ahnung, bei der Bestellung eine Bestätigung haben können, und dann oder im Online-Shop bestellen können, dann gibt es mehrere Tasks. Okay, er muss bestellen können, das gehört in die Warenwirtschaft rein, es muss eine Bestell-E-Mail rausgeschickt werden, da müssen von mir aus Lagerbestände geprüft werden, was weiß ich. Also mehrere Aufgaben, mehrere To-Dos, eine User Story kann immer mehrere To-Dos haben. Die Entwickler nehmen sich dann entsprechend die einzelnen Doings raus, also die einzelnen Tasks raus und setzen diese auf Doing, an dem arbeite ich gerade. Und wenn die Arbeit erledigt ist, dann kommt es zu dann. Manchmal kommt man drauf, doch noch nicht erledigt, da war noch was, dann kommt es wieder zurück. Aber schlussendlich wandert im Laufe des Sprints, wandern die User Stories bzw. die Tasks von To Do nach dann. Ja, und theoretisch ist am Ende alles rechts. Ja, alles drüben. Man kann das jetzt so tageweise machen. Man kann es wochenweise machen, man kann es für den ganzen Sprint machen. Also ich könnte tageweise sagen, nach dem Daily Meeting, Daily Scrum, könnte ich ja sagen, okay, da ist ja eine zentrale Frage, was habe ich vor, die nächsten 24 oder heute zu machen, die Tasks
hier raufzugeben und am Abend soll es entsprechend recht sein. Wir können es auch über die ganze Woche sagen, wenn sagen, okay, was nehmen wir uns eigentlich diese Woche vor oder eben über den ganzen Sprint. Vor allem, wenn es über den ganzen Sprint ist, würde ich eine Adaptierung dieser vier Spalten vorschlagen. Kann jemand dagegen sein? Kann jemand sagen, es ist eine gute Idee, wie auch immer, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Ich bin offen, denn ich kenne wenige, die Scrum in absoluter Reihenform machen. Die meisten haben irgendwo links, rechts. Und das jetzt ist meine persönliche Erfahrung. Man nimmt die User Stories to do. Ich gebe es dann auf in Progress, sobald Mitarbeiter damit arbeiten. Da sollte nicht zu viel drin sein gleichzeitig, denn man weiß sich, die Mitarbeiter, die Entwickler arbeiten nicht effizient. Und dann kommt es von in Progress auf Ready to Test. Das heißt nicht, dass der Entwickler nicht getestet hat. Das heißt, der Entwickler hat sein, ja, es ist fertig. Die Definition von fertig allein ist ja schon nicht so leicht. Ich habe es immer so definiert, ich habe meinem Menschen möglichstes getan. Aus meiner Sicht ist alles erledigt, das könnte so jetzt zum Kunden gehen. Aber er schaut nochmal jemand drauf und dann kommt es ready to test. Und dann sieht ein anderer Mitarbeiter drauf und prüft das nochmal durch und validiert das nochmal und dann kommt es auf ready to release, beziehungsweise möglicherweise auch auf released, je nachdem. Wie schnell die Sachen dann online gehen, wenn es gefixt werden, ob es wirklich am Ende von Sprint online geht oder von mir aus durch ein Continuous Integration sofort deployed wird zum Kunden. Ja, also so mit Zwischenreleases vielleicht ready to release und released, aber wichtig, das ready to test. Warum sind diese zusätzlichen Spalten unter Umständen ganz gut? Also, wenn es in Progress ist und dann gleich auf Done, es wäre nicht schlecht, wenn jemand drüber schaut, um einfach Fehler zu vermeiden. Ja, zum Thema, wovon machen wir mehr, wovon weniger? Lieber einen Schritt mehr testen, lieber einen Schritt mehr reviewen, damit die Qualität auch passt. Also Ready to Test einführen. So, wenn wir jetzt in einem Produkt sind, das bereits live im Betrieb ist und manchmal kommen Hotfixes raus, so ungefähr. Wie gesagt, Reinform, manchmal kommt der Big Boss, sagt, dieses Update muss raus oder diese Bugfix muss raus. Dann wäre es nicht schlecht, wenn die Supportabteilung Einblick auf so ein entsprechendes Thema hat, denn dann gibt es Ready to Release, heißt so viel wie die Supportabteilung, wenn ein Kunde anruft, da geht was nicht, kann die Supportabteilung sagen, okay, ich sehe, der Fehler ist eigentlich behoben, ist im Update noch nicht, ist noch nicht aktualisiert, kommt mit dem nächsten Update morgen oder übermorgen oder heute noch oder wie auch immer. Ja, oder Kunde ruft an und sagt, was ist mit dem und dem Thema los? Supportmitarbeiter schaut und sagt, okay, hey, das ist schon released, also das ist nicht nur bereits gefixt, sondern auch schon online, lieber Kunde, ist schon erledigt, das Thema. Also, wenn man solche Situationen hat, wo bestimmte Sachen möglicherweise im laufenden Betrieb mal gefixt werden oder auch online gestellt werden muss und das mit dem Sprint ist, weil es die aktuelle Release-Version beinhaltet, so ein klassischer Hotfix, dann macht es durchaus Sinn, zwischen Ready to Release und Released auch nochmal zu unterscheiden. Grundsätzlich seid ihr frei, wie ihr das macht. Eine, zwei, drei, vier, fünf Spalten. Es soll zu euch, zu eurem Team, zu eurem Produkt, zu eurem Prozess passen. Und spätestens jetzt gibt es wieder jemanden, der sagt, absoluter Bullshit. Das ist okay.